Zoom, Zoom, liebe Leute, da bin ich wieder. Brote, Brote, Brote ist zurück nach einer einwöchigen kurzen Pause, die ich nicht verhindern konnte, aber die einfach zugeschlagen hat. Es tut mir leid. Heute gibt es etwas Vegetarisches, denn heute gibt es das vegetarische Ziegenkäse-Rote-Bete-Brot. So, heute habe ich ein kleines Jubiläum zu feiern, denn obwohl das hier nur die 75. Brote-Brote-Brote-Folge ist, was an sich eigentlich schon eine ziemlich beeindruckende Zahl ist, wie ich finde, nein, heute feiere ich inoffiziell die 100. Folge meiner Kochsendung, denn 75 Folgen Brote-Brote-Brote plus 10 Burger-Folgen sind schon 85, plus 10 Salat-Folgen sind schon 95 und dann kommen noch 5 Wraps-Folgen dazu und schwupps haben wir 100 Folgen. Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich ein Special vergessen habe. Burger, Salate, Wraps. Nö, habe ich nicht. Sehr gut. Wir machen weiter. Heute gibt es ein vegetarisches Brot. Ich habe ja gesagt, in dieser Staffel möchte ich ein paar mehr vegetarische Rezepte haben, als das in einer Brote-Brote-Brote-Staffel so üblich ist. Heute daher, wie gesagt, ein Ziegenkäse-Rote-Bete-Brot. Dafür brauchen wir natürlich verrückt Ziegenkäse und Rote-Bete, aber das hier sind alle Zutaten, die wir heute brauchen. Das hier ist ein sehr saftiges, sehr dick geschnittenes Weizen-Vollkornbrot mit ein bisschen Maisfasern sind da auch noch drin. Außerdem ist es Calcium und Vitamin D angereichert. Sehr gesund, sehr dick geschnitten, das sieht man hier. Ich halte mal meinen Zeigefinger daneben, dann kann man das ein bisschen erkennen. Oder mein Messer. So, kann man auch ganz gut vergleichen. Aber es ist ein sehr saftiges und sehr, sehr leckeres Brot. Das muss natürlich auch ordentlich belegt werden und das sind die Zutaten. Margarine kommt als allererstes auf dieses Brot. Dann haben wir Ziegenkäse. Das ist dieses Röllchen hier. Mmh, wunderbar. Riecht auch gar nicht so, wie soll ich das sagen, ziegig, wie man das kennt. Ich habe mal einen Frischkäse probiert. Da stand drauf, mit mildem Ziegenkäse. Als ich die Packung aufgemacht habe, bin ich fast hinten übergefallen. Ziegenkäse ist normalerweise nicht so meins. Ist ein bisschen streng. Ich mag das nicht so. Dieser Frischkäse, in dem nur ein Anteil von, ich glaube, 20 oder 15% sogar nur mildem Ziegenkäse war, war viel kräftiger als dieser hier. Das ist ein sehr schöner, feiner Ziegenkäse. Nicht sehr ziegig. Hab's gesagt. Darauf kommt dann das hier. Das ist, jetzt wollte ich es gerade wieder falsch sagen, Rosmarin. Jawohl. Oh, der riecht so wunderbar. Wenn man da so ein bisschen an diesen, ich nenne es mal Nadeln oder Blättern, wenn man da so ein bisschen dran reibt, dann riechen die ganzen Finger danach und das tun sie auch sehr lange. Und das ist ein sehr, sehr leckerer Duft, ein sehr leckeres Aroma. Das passt super zum Ziegenkäse. Auf dieses Ziegenkäse-Rosmarin-Gebilde kommt dann dieses hier, das nennt man Feldsalat, das ist auch ganz wunderbar und lecker. Und darauf haben wir dann natürlich rote Betescheiben. So, das war es auch schon an Zutaten und jetzt geht's los. Zeit, ein Brot zu belegen, hier mit Excalibur, meinem Brotschmiermesser der Wahl. Jetzt muss ich mal eben hier kurz die Zutaten tauschen, denn die rote Bete ist noch nicht dran. So. Tipp-di-di. Natürlich braucht es noch ein bisschen bis zur 100. normalen, regulären Brote-Brote-Brote-Folge. Das weiß ich auch. Aber das schaffe ich auch dieses Jahr nicht mehr. Bei weitem nicht. Soll bedeuten, irgendwann Februar, März rum wird es dann die tatsächlich 100. Folge Brote-Brote-Brote geben. Dazwischen werde ich noch das ein oder andere Special abfeiern und abkochen, wenn man so will. Und wenn ihr Teil des Ganzen sein wollt und mich unterstützen wollt in dem, was ich hier tue, dann tut das bitte. Hier ist gerade ganz zufällig eine Webseite eingeblendet, die nennt sich Patreon. Da haben wir eine Kampagne laufen, wo ihr die Sendung tatkräftig mit Klein- und Kleinstbeträgen unterstützen könnt. Denn was mir auch total gerne mal passieren sollte, kann man so sagen. Ich würde gerne mal, wenn ich die 100 Rezepte voll habe, dann mal ein Kochbuch. So, und so ein Kochbuch zu machen, das ist nicht so ganz einfach und günstig. Da bräuchte ich ein klein bisschen Unterstützung. Und wenn ihr dieses Kochbuch haben wollt
und das gerne verschenken wollt, dann unterstützt mich an der Stelle Patreon, eine Crowdfunding-Seite. Wie gesagt, mit kleinen und Kleinstbeträgen könnt ihr die Sendung unterstützen. So, Brot verdreht. Moment mal, das sieht aber hier komisch aus. Warum ist hier da so viel und hier so wenig? Besser. So, jetzt kommt auch schon der Ziegenkäse. Der nicht ziegige Ziegenkäse. Ein Taler pro Scheibe sollte meiner Meinung nach reichen. Wir schauen mal. Wobei, sagen wir 1,5 Taler. 1,5 bis 2. Sekunde. Es muss ja auch, ich meine, die Scheibe ist ja auch ordentlich, ne? Da muss man auch mal ordentlich. So. Zack. Zack. So. An der Stelle vielleicht noch der Hinweis für den Fall, dass ihr das gerade irgendwo anders schaut als auf Dailymotion. Hier ist gerade uneingeblendet unser Dailymotion-Kanal. Wir sind ein Dailymotion-Official-Kanal. Da kann man uns abonnieren, da kann man Kommentare hinterlassen, da kann man... Geht da sonst irgendwie was? Eigentlich nicht. Abonnieren, kommentieren, anschauen. Das sind die Optionen, die ihr da habt. Und hier ist gerade eingeblendet unsere Webseite brote.de. Auch da freue ich mich über jeden Kommentar und über... Ja, Likes gibt es da nicht, aber da freue ich mich, wenn ihr da vorbeischaut. Natürlich. So, der Käse war jetzt sehr kalt. Ist ja gerade ein bisschen sehr widerspenstig. Schaut mir gerade mal kurz nicht zu. Das sieht jetzt hier gerade aus, als würde ich hier... Weiß ich nicht, ein Schwein schächten oder so. Moment. So. Ich reagiere übrigens auch auf Feedback. Also zum Beispiel weiß ich, dass sehr viele Leute etwas mehr mit Avocado haben wollen. Da werde ich auch drauf eingehen. Jetzt momentan bin ich aber so ein bisschen auf dem Herbsttrip. Das liegt vielleicht auch ein bisschen am Wetter draußen. Man weiß es nicht. So, jetzt kommt auch schon der Rosmarin. Und da habe ich hier so dicke Rosmarinblätter. Das sieht fast aus wie Salbei. Das ist der Hammer. Nicht zu viel. Rosmarin ist auch nicht jedermanns Sache, das weiß ich. Aber es passt so herrlich zu dem Ziegenkäse und auch zu der roten Beete. Also, und der Feldsalat selber, wenn er nicht angemacht ist, der schmeckt ja auch nicht nach so wahnsinnig viel. Deswegen darf da ruhig noch ein bisschen Aroma dran. Hier noch und da noch, auch dort, hier und da und hier noch ein Aroma. Und dort. So, Aromen sind verteilt. Meine Hände riechen jetzt so wunderbar nach Rosmarin. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, Feldsalat. Auch eine ganz tolle Herbstsache. Die gibt es mittlerweile natürlich auch das ganze Jahr über, den Feldsalat. Aber ich liebe das. Auch als Salat mit Zwiebeln und Sahne. Dazu eine Flasche Federweißer. Super. So gehört sich das. Oder Spiegelei kann man dazu auch wunderbar. Spiegelei, vielleicht noch Fischstäbchen. Fischstäbchen, Feldsalat, Spiegelei, Bombe. So, jetzt habe ich auch gleich den Salat verteilt und dann ist es auch eigentlich schon fast vollbracht. Sieht jetzt schon super aus, ist aber natürlich noch kein Rote-Bete-Brot, denn die Rote-Bete fehlt noch. Und hier kommt sie auch schon. Das Wunderbare an roter Beete ist, danach sieht man aus, als hätte man in der Metzgerei gearbeitet. Sollte auch vorsichtig sein, jetzt weiße Tischdecken, Gardinen, T-Shirts anzufassen. Wunderbar. Das Brot ist fertig, es sieht super aus und ich liebe den Geruch von roter Beete. So einfach, so schnell, so lecker. Wenn ihr wissen wollt, wie lecker das wirklich ist, dann bleibt euch nur eins, macht es nach, probiert's und lasst mir vielleicht einen Kommentar da. Also super sieht es auf jeden Fall aus. Riechen tut es fantastisch, schmecken auch. Aber das müsst ihr selber rausfinden. Macht es nach, lasst mir einen Kommentar auf Dailymotion, auf YouTube oder auf der Webseite Brote, Brote, Brote da. Nächste Woche gibt es noch was Herbstliches, ich verrate nur so viel. Es wird Datteln geben.
Bis nächste Woche. Guten Appetit und Horido.